Ich bin Michelle Walser, ich bin 17 Jahre alt, arbeite im Restaurant Waldmannsburg als Restaurantfachfrau und bin jetzt im zweiten Lehrjahr. In meiner Lehre bin ich eigentlich Gastgeberin. Ich tue die Leute begrüßen, unsere Gäste, tue ihnen die Jacken abnehmen, sie zum Tisch führen und dann je nachdem den Mittag oder den Abend begleiten, tue sie auch wieder verabschieden, mich bedanken. Wir haben auch Hintergrundarbeiten, die gemacht werden müssen, wie zum Beispiel, dass das Besteck sauber ist, das schön polieren, wie auch Gläser oder einen Tisch aufdecken, schön dekorieren. All das, genau. Unser momentanes Projekt ist unser Burglädeli, wo wir Lehrlinge als Lehrlingsprojekt haben selber auf die Beine stellen. Wir haben verschiedene selber gemachte Sachen da drin. Also die wir verkaufen, vom Gumpfi bis zum geräucherten Fisch. Ja, und haben noch ein bisschen Unterstützung von unseren Schiffen. In unserem Burglädeli bieten wir verschiedene Produkte an, wie zum Beispiel selber gemachte Gumpfen, Äpfelmus, Äpfelchutney. Wir haben auch selber geräucherte Forellen oder Lachs und auch Schüblig, die wir im zweiten Betrieb selber geräucht haben, in der Räucherkammer. Ja, wir haben auch ein paar süße Sachen, wie zum Beispiel Nideltäfeli, brennte Mandeln oder getrocknete Sachen, wie Birnen, Äpfel. Wir haben die Aufgaben unter uns 7 Lehrlingen ein bisschen aufgeteilt. Jemand kalkulieren, jemand anders tut Etiketten machen, andere produzieren. Und ich habe jetzt eine Social Media als Aufgabe. Das heisst, ich bin ein bisschen am Werbung machen, so gesagt, über Instagram und Facebook. Auch auf unserer Webseite durfte ich mal schauen, wie das genau funktioniert. Ich war recht überrascht, weil es sehr kompliziert aussieht. Ja, so unsere Posts vorbereiten. Der Unterschied zwischen dem normalen Ablauf, wenn wir Gäste haben und jetzt zum Burgläder, ist sicher, dass wir nicht direkt Gäste betreuen, sondern einfach die für eine kurze Zeit haben, wenn sie bei uns im Läden sind und wir ihnen das Produkt empfehlen oder so, ihnen etwas verkaufen, genau. Und halt die Praxis, die wir jetzt nicht haben, wie zum Beispiel an einem Gast am Tisch eine Forelle servieren oder so, die auseinandernehmen. Das ist sicher ein grosser Unterschied. Ich finde unser Burgläder eine sehr gute Idee. So lernen wir auch in dieser schwierigen Zeit etwas, weil nicht alle Lehrlinge haben die Möglichkeit, wie wir jetzt etwas zu machen oder doch so gut ausgebildet zu werden. Weil wir dürfen eben auch, wenn wir mal keinen Gast haben oder nicht so viel zu tun, dürfen wir praktisch den Tisch aufdecken oder andere Arbeiten machen. Wir dürfen auch mal in die Küche schauen, wie es dort so läuft im Moment. Die nächsten Ziele beim Projekt sind unser Takeaway. Wir haben ja mit dem Burgläderli angefangen. Jetzt wollen wir das Takeaway noch dazu holen und haben auch noch einen kleinen regionalen Lieferservice.